1. Dezember, Türchen. Erstmal machen wir das langsam nicht so auf. Sehwochen, jetzt muss ich hier die Eins. Da oben. Es ist voll dunkel. Was ist denn heute dunkel? Oh, die muss man auch sofort aufessen. Guck mal an. Mom. Wow. Kiste. Boah, die Eins. Da, so große Eins. Grinst du denn so? Wow. Wow. Was ist das denn? Shampoo-Konzentrat? Okay. Color Protection. Okay. Dreimal ergiebiger als ein herkömmliches Shampoo. Naja. Okay. Und möchtest du den aufmachen oder soll ich erstmal den aufmachen? Muss ich immer rätseln? Du kannst auch reden. Jetzt muss ich immer gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß doch nicht mal, wie das funktioniert. Was ist das? Was hast du jetzt bei Frage gesagt? Das steht doch da drauf. Kannst du nicht lesen. So, bitte zuerst Informationen lesen. Ja, darauf hat jetzt keiner Bock und keiner Zeit. Ja, ich guck erstmal durch und dann. Aber willst du erstmal aufmachen? Nein, ich will gar nicht. Doch, willst du? Nein, das machst du mit auf. Warum soll ich immer deinen Scheiß mit aufmachen? Kannst du mal. Komm, gib mal her. Nein. Gib nicht. Nein. Dann mach doch die nächsten Dinge. Den habe ich doch schon auf einmal. Wie? Den hast du schon auf einmal. Der erste. Warum? Warum nicht? Jetzt stehe ich hier, so wird das Film und dann. Ja, ja, bist du dran. Die anderen Neukalender, die habe ich schon aufgefressen, aber die anderen drei sind noch übrig oder zwei. Nee, wieso? Den musst du doch machen und den musst du immer lesen, wie es funktioniert. Hm. So, sieht irgendjemand die Eins? Ja. Aha. Ja, zum Beispiel. Jetzt blinkt noch der Akku. Na toll, beeil dich mal ein bisschen. Oh, das sieht aus wie Arzt, oder? Ha, was habe ich gesagt? Nicht so dicht. Na, dann mal still. Naja, Arschkalt. Du kannst toll. Hey! Okay, Türchen 1, 8. Dezember. Ich musste jetzt zählen, wie viele Weihnachtssachen hier drauf sind. Und kam auf 8, würde also jetzt das hier aufmachen. Das heißt, ich muss jetzt hier. Wow. Ah, da unten. Oh Gott. Das geht so nicht. Sekunde. Ah ja. So. Und dann ist das hier mein erstes Türchen. Huch. Aha. Okay. Kann man Gesichter mitmalen? Malen? Schablone? Würde ich sagen, oder? Gucken wir mal, ob ich richtig gelegen habe. Weil hinten drauf ist ja die Lösung. Ja, tatsächlich. Mich also nicht verzählt. So, und nun kann man damit scheinbar Gesichter malen. Und kann dem dann irgendwelchen Kram verpassen. Na gut. Okay. So, Phantombildzeichnung wahrscheinlich, ne? So mäßig. Verdächtige Person wiedererkennen, sag ich doch. Ja. So. Guten Tag. Ich habe die beiden E-Book-Adventskalender schon gelesen. Das Ende war ein bisschen sehr kurz, war nur der Prolog, andere war Prolog und erstes Kapitel. Und das war ja schon mal so, oh mein Gott, was ist passiert? Oh Gott. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Beim zweiten weiß ich noch nicht, wie ich das halten soll. Da ist noch nicht viel passiert. Wie gesagt, nur der Prolog. Genau, und jetzt widme ich mich dann noch schnell den anderen, wobei ich das wahrscheinlich erst, das hier erst heute Abend hören werde. Und die anderen werde ich mir jetzt zur Gemüte führen. Jawohl. Und den Akku wechseln musste ich irgendwie, weil blinkt gar nicht mehr. Komisch. Egal, ich werde jetzt lesen und Kaffee trinken dabei. Der steht noch drüben. Und Video schneiden und Achajimi, was ich alles noch machen muss heute. Ist schon scheiße, wenn man nicht mehr weiß, was man gelesen hat und was nicht, ne?
fange gerade an, das Buch zu lesen und denke mir so, kommt mir doch bekannt vor, kenne ich die Geschichte schon? Das war letztes Jahr mein Adventskalender. Warum sagt mir das denn keiner? Einer weniger, wie wunderbar. Sehr schön. Ja, gut. Bin ich ein bisschen erleichtert, weil ich das so viel zu lesen habe. Und was ist das hier? Das kenne ich doch, ne? Ich hasse wieder was, was ich schon kenne. Cottage mit Kater kenne ich, oder? Oder nicht? Oder stehst du auf meiner Wunschliste? Ich muss mal kurz gucken, weil bei ebook.de gibt es gerade kostenlose Bücher. Nur heute. Deswegen muss ich mal ganz kurz schnuffeln. Unsere Brötchen sind da gerade fertig. Cottage mit Kater. Ich blick irgendwann auch nicht mehr durch. Einfach zu viele Bücher. So, Pfiffikussi. Na egal, jedenfalls lese ich jetzt die anderen Sachen dann. Und schön ist, und suche mal bei diesem Cottage mit Kater hier irgendwo. Ne, keine Ahnung, komm. aber das war jetzt gerade so, hä? Sauna, alle tot. Moment mal, diesen Ausbruch kenne ich doch. Ja, aber sagt mir auch keiner von euch. Habt ihr auch nicht gemerkt, seht ihr wohl. So kann es gehen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich erleichtert, dass ich das Buch schon gelesen habe, dass ich ein Adventskalender weniger habe pro Tag. Das erleichtert mich doch ein bisschen. Es steht auf meiner Wunschliste. Und das gibt es gerade gratis. Das interessiert mich nicht. Aber das da! Yay! Ich glaube, ich muss dann doch vielleicht mal zuschlagen. So, jetzt geht's wieder in den Keller. An den Kisten runterbringen, die falsch waren, und andere Kisten wieder hochholen. Und dann hoffentlich endlich den Rest schmücken. Daniel ist ja immer so wenig begeistert davon. Ja, aber ich möchte das endlich fertig haben. Bitte, bitte, bitte. Ich habe auch schon das erste freche Mädchen-Geschichte gelesen. Die sind ja echt wahnsinnig kurz. Ich glaube nicht mehr, dass die so lang sind wie das hier. Das kommt mir so kürzer vor. Die Geschichte kannte ich auf jeden Fall noch nicht. Da war auch nicht mal gesagt, wie der Typ hieß. Also der Gegenpartner. Ja. Nachher lese ich das andere und dann kommt das Escape Room Bücher noch dran. Ja, also bin ich mit meinem Adventskalender fast fertig. Das Video ist auch fast fertig geschnibbelt. Und ja, wird schon. Wenn wir bei Real sind, diesen frisch gepressten Orangensaft, dann gibt es halt so eine Maschine, wo man einfach wie so ein Wasserhahn aufmacht und da kommt der Orangensaft da frisch gepresst rein. Und der ist so wahnsinnig lecker, so süß und lecker und Und dann hat er jetzt eine Saftpresse ersteigert. Normalerweise über 100 Euro kostet oder was, und hat es glaube ich für 30 bekommen. Und hat gestern gleich mal Orangen gekauft, Saftorangen gekauft. Das heißt, wir können demnächst selber Orangensaft machen. Und anderen Saft und so. Mal gucken. Ich habe mir nie eine Saftpresse gekauft, außer so eine Zitronenpresse. Ja, mal gucken. Ich glaube, meine Mutter hat so ein Ding. Also eine andere Saftpresse, nicht so ein. Ich weiß gar nicht, wie das Test genau aussieht. Also meine Mutter hat irgendeine Saftpresse. Das auch schon mal das hat er gemacht. Aber damit kann man alles Mögliche machen. Ich bin gespannt. Selbstgemachten Saft. Dani trinkt ja viel mehr Saft als ich. Aber ja, mal gucken. Und den trinke ich jetzt gerade, den Saft. Das ist so lecker. Ich bin jedes Mal überrascht, wie lecker das Zeug ist. Wirklich, wow. Ich bin ja sonst nicht so die Safttrinkerin. Aber das ist lecker. Ja. Na gut, ich schneide jetzt das Video weiter. Beziehungsweise ich bin hier gleich fertig. Ich muss ja jetzt die letzten Schnipsel reinziehen. Quasi das Gefühl von gestern. Und dann bin ich fertig. Dann kann das Speicher werden hochgeladen werden. Und dann bin ich hier erstmal durch. Wir haben die Kisten hochgeholt. Also es war eine Kiste, mit der ich nicht gerechnet habe, dass da was drin ist. Das sah aus, als wenn da Grill drin wäre. Aber der ist wohl hier oben. Ja, wir müssen jetzt alles echt mal ein bisschen. Das klappt so nicht. Wir müssen dann nochmal neue Ordnung im Keller rein haben. Alles gemacht, gemacht. Und vor allem die ganzen Kugeln dort hier nach Farben. Hab ich gesagt, das will ich dieses Jahr in Angriff nehmen. Weil wir kaufen und kaufen und kaufen und haben wahrscheinlich alle Farben da oder so. Ich habe noch keine Ahnung, in welchen Farben wir den Baum schmücken werden. Und so haben wir immer schon vorher, oder ich zumindest,
war er oder wie auch immer, oder wir beide, vorab schon eine Überlegung, wie wir das machen wollen, oder zumindest farbgebungsmäßig, diesmal noch gar nicht. Und ich will halt nichts Neues holen, sondern das nehmen, was wir da haben. Deswegen gucken wir mal, worauf wir denn da Lust haben. Ich muss mal gucken, wie die letzten Jahre die Bäume waren, dass man nicht wie exakt das gleiche nimmt. Oh, Lovely Books Adventskalender. Ich habe ja gesagt, ich mache da keine Sachen mehr mit, aber Weihnachten Adventskalender ist halt schon nochmal was anderes, ne? Ich habe ja schon bei Knitgirly heute das Buch nicht angefragt, was da ist, weil einfach, ja. Ja, muss ich nicht unbedingt. Ich mache nur Sachen, die ich wirklich haben möchte. Und wie gesagt, bei E-Books war es ja, E-Book.de gab es halt zwei Bücher gratis. Ich habe auch nur das eine genommen, weil es eben eh schon auf meiner Wunschliste stand. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber der hat es irgendjemand vorgestellt oder ich habe es mal gesehen und habe gesagt, wow, das klingt toll. Ja, und deswegen habe ich mir das jetzt mitgenommen. Letztens gab es auch ein, dieses habe ich auch geschrieben, ein E-Book gratis bei E-Book.de, was ich gefunden habe. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es sind halt nur Rezepte, also von daher kein Subbuch. Weihnachtsrezepte. Mal gucken, wann ich diesmal überhaupt zum Backen komme. Nächste Woche muss ich auf jeden Fall backen, wegen deines Geburtstag. Aber ansonsten will ich hier noch zwei Sachen backen für den Adventskalender nächstes Jahr. Und das will ich nicht irgendwann backen, weil es ein Weihnachtsplätzchen. Von daher müssen die jetzt mal gebacken werden irgendwann. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. In den nächsten beiden Wochen komme ich hier zu. Ich muss mal auf den Kalender gucken. Ja, dann eben danach die Woche oder so. Mal schauen. Da ist ja dann eh Weihnachten. Haha, kann ich für Weihnachten backen? Basteln? Backen. Mal sehen. Vielleicht komme ich auch schon ein bisschen früher dazu. Wir werden es feststellen. Okay. Dann gucke ich mir den Adventskalender von Lovely Books mal an und schaue, was es da so wahrscheinlich zu gewinnen gibt. Jetzt steht auch unser Adventsgesteck. Ich finde, das sieht fantastisch aus. Wir haben leider keine Weihnachtstischdecke mehr oder überhaupt keine Tischdecke für diesen Tisch. Deswegen habe ich jetzt einfach das Tuch da rumgelegt oder runtergelegt. Huch. Hallo? Helligkeit? Hm. Ja. Jetzt sieht man kaum noch was. Egal. So. Jetzt gibt es gleich was zu essen. Ich habe vorhin das erste Hörbuch gehört. Oh, Tannentraum. Ein Traum. Es ist so ein wunderschönes Hörspiel. Es geht zwar nur so 17 Minuten lang. Ein bisschen kurz hätte mir. Länger wäre noch schöner gewesen, aber es ist einfach nur so ein, ja, so ein Briefhörbuch. Genau. Es ist einfach nur ein Briefwechsel zwischen einem Mädchen und dem Weihnachtsmann. Der ist ja auch statt, er ist aber nicht der Weihnachtsmann. Aber es ist einfach so emotional, so schön. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass noch ein paar mehr Fragen geklärt werden. Irgendwie. Weil, ja, war toll. Hat mir gut gefallen. Das haben wir auch 5 Sterne bekommen, also ganz ehrlich. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Jetzt ist ja noch Weihnachten, also Weihnachtszeit. Von daher gibt es bei, ich weiß jetzt immer noch bei Audible kostenlos gibt, aber ich glaube schon. Ich kann mir das gut vorstellen. Kann ich mal kurz gucken, wartet mal. Schauen wir doch mal nach. Einmal zu Amazon. Tannentraum. Tannentraum. So. Nanu. Warum nein? Ich habe doch was von Traum gesagt. So. Das ändert mir immer. Nee, ich will stattdessen nur Tannentraum suchen. Also. 2 Sterne. Seid ihr blöd? Wer gibt denn da 2 Sterne für 1 Stern, 3 Sterne? Hörspiel vor allem. Die Geschichte war okay. Es wäre ja nicht mehr ein Geschmack gewesen. Kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Und die 1-Stern-Rezension ist irgendwie gar nicht mehr da. Also vergesst diese. Nein, das ist einfach nur richtig, richtig schön. Gelesen von Maria Koschny, also die deutsche Stimme von Jennifer Lawrence. Für diejenigen, die es nicht wissen. Und ja, mir hat sie richtig, richtig gut gefallen. Von daher, ja, hört sie euch mal an. Ich freue mich auf die nächsten Sonntage, wo ich dann ja noch mehr anhöre. Ich habe ja noch 3 weitere Hörbücher. Und jetzt fange ich an.
Conny zu lesen. Beginnt doch am 1. Dezember, also auch wunderbar. Adventskalender habe ich alle durch, auch den Escape Room, da ist heute nicht viel zu machen, da musst du erstmal lesen und dann ein Rätsel lösen, aber erst für das Türchen für morgen. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe recht. Und man kann auch nichts falsch machen, das heißt, es gibt halt wirklich nur, also man hat ja drei Symbole und nur ein Symbol gibt es auch wirklich zu finden. Das heißt, man kann keine falsche Seite aufmachen, was ja auch schon mal gut ist. Man kommt also auf jeden Fall irgendwie weiter, nur halt mit Schummeln teilweise, wenn man es nicht weiß oder man muss mal überlegen. Aber ja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das machen Daniel und ich auch zusammen. Also ich habe es vorgelesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich meine vorlesen. Und ja, wir sind uns mal einig bei der Lösung. Mal gucken, ob wir recht haben. Das werden wir aber erst morgen sehen. Genau. Hörspiel habe ich auch schon gehört. CD-ROM habe ich schon gemacht. Ich bin mit, wie gesagt, mit Adventskalendern bin ich soweit durch. Dauert aber auch schon eine ganze Weile. Und mein Vlog lädt immer noch hoch. Wir haben es jetzt gleich 5 Uhr. Ich denke mal so um 6 wird der Vlog online sein. Und dann gleich mal vorab, diese Videos können gar nicht um 15 Uhr online sein, weil dann bin ich ja halt mal zu Hause und dann muss ich sie schneiden. Das heißt so 16, 19 Uhr könnte schon eher hinkommen. 16 bis 19 Uhr, sagen wir es so. Ich werde mich halt sofort ransetzen und es machen. Aber so schnell wie möglich, eben pro Tag, aber eben 15 Uhr könnt ihr für diesen Monat vergessen. Nur so zur Info, ich vergessen zu mitzuteilen, weil ich habe ja heute erst fertig schneiden können und deswegen auch heute erst gespeichert, aber ich habe zwischendurch irgendwas anderes gemacht, ich wollte nicht nur schneiden. Und ja, ich war vorhin auch kurz draußen, bevor es dunkel wurde und bin hier in der Siedlung mal rumgelaufen. Einfach mal so, weil vorhin emotional einfach mal doof war und deswegen bin ich ein bisschen rausgegangen. Und ja, dann kannst du dich nicht von mir streichen lassen, die hat mich dann angemaust und ist weitergelaufen. Diesmal, weil sie immer anfassen lässt, aber diesmal wollte sie nicht. Und habe geguckt, wie die anderen so geschmückt haben, was man so sehen konnte zumindest. Ja, gar nicht mal so viel. Also wenig beleuchtet. Boah, wir sind jetzt relativ fertig. Also hier sieht es immer noch aus wie Sau. Ah ja, hier zum Beispiel hinten eine Lichterkette, also eine Gelande mit Lichterkette. Ich zeige euch das aber alles nochmal, wenn wir wirklich, wirklich fertig sind, wie es hier aussieht und alles. Weil, wie gesagt, viel ist es noch nicht. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber es ist schon wesentlich mehr. Es ist jetzt in jedem. Es ist mir ungewohnt, dass Daniel einen Ton anhat unter seinem Handy. Ja. Aber es wird langsam. Er muss der Osterstrauß endlich mal weg. Das meiste andere Osterzeug, was hier noch rumsteht, ist jetzt tatsächlich weg. Und dafür weihnachtlich. Und ja. Ich zeige euch nachher auf jeden Fall noch mein Zimmer. Da ist auch schon fast fertig. Oben fehlt noch ein bisschen was. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten fehlen halt auch noch. Aber ein bisschen ist schon. Obwohl das auch noch nicht wirklich ist. Noch nicht wirklich, nee, da ist noch einiges zu machen, fällt mir gerade ein. Dieses mit auch einen anderen Weihnachtsbaum mit auf Arbeit, weil wir keine Kügelchen haben, die müssen auch erstmal rausgekramt werden. Das heißt, den kann ich auch noch nicht aufstellen. Und deswegen kommt ein anderer, der eh schon fertig geschmückt ist, mit auf Arbeit und dann ist gut. Hat man da auch einen. Genau. Ansonsten warte ich jetzt darauf, dass der Fisch fertig gebraten ist. Heute gibt es Fisch bei uns von der HelloFresh-Box. Und ja, lese ich jetzt weiter. Damit geht der 1. Dezember zu Ende. Ja, bei mir flimmert es hier überall. Also die Lichter hinten müssen schon aus, weil die einen Timer drin haben. Beim anderen habe ich es leider verpeilt. Hier sieht es noch aus wie, naja, noch nicht so fertig. Da kommt dann auch noch ein bisschen was hin. Ein bisschen was Leuchtendes auf jeden Fall auch. Und da oben ist auch noch nicht ganz fertig. Hinter mir leuchtet es noch. Da oben, da. Ja, genau. Und natürlich mein Fenster. Das wechselt sich gerade bei den anderen zwei Farben ab. Jetzt sieht man nur rot und gelb und gleich gibt es wieder blau und jetzt geht es hier weg. Und dann kommt gleich blau und grün. Kann man ja auch verschieden einstellen. Ich mag auf jeden Fall das ganze Wolkenflimmerte nicht. So wie das ist gut oder wenn alles leuchtet, das kann man einstellen. Und da habe ich vorhin Mist gebaut. Deswegen leuchtet es immer noch. Sonst wäre das vielleicht ausgegangen wie die Lämpchen. Ich habe verpeilt, dass wir das den Timer drin haben. Ja, so ist hier im Moment. Aber es wird alles noch ein bisschen besser die nächsten Tage. Und dann zeige ich euch das nochmal genauer. Genau. Und hier ist auch schon mein Schlitten für die Süßigkeiten. Da ist ja, habe ich euch gar nicht gezeigt bei dem
nach Buch Berlin Vlog, dass da auch noch im Geschenk von der lieben Annika noch ein Twix dran war. Das habe ich erst zwei Tage später gemerkt. Der war ja auch noch mit dran. Naja, egal. So, jetzt muss ich mein Frühstück für morgen machen und mein Mittagessen für morgen machen. Also einfach nur mein Haferpumps und Blut. Oh. Wir haben vorhin auch ganz lieb gekuschelt, als ich von meinem Spaziergang zurückgekommen bin, lag sie im Bett und ich habe mich einfach zu ihr gelegt, meinen Arm um sie gepackt und also erst ein bisschen geschmust und überhaupt und dann haben wir beide quasi nebeneinander gelegen und ich bin fast mit eingeschlafen und es war voll süß. Das war richtig süß. Ja. So richtig schön gekuschelt. Ja. Genau. Ich hatte dann so quasi ihre Foto fast an meinem Gesicht, an meiner Nase war es dran. Genau so war das. Und ein bisschen geschnuppelt. Genau. So. Und hier. Monsieur Pflanze musste ich jetzt dahin stellen, weil Monsieur Karte der Meinung ist, ja, ich könnte da mal ein bisschen rumknabbern, ne, die ganze Zeit. Und sonst geht der nie an Pflanzen ran. Aber die fand er toll. Na gut. Dann mache ich mal diese Lichtverhältnisse hier. Wir sehen uns dann morgen wieder, würde ich sagen. Bye, bye.